Nee, das geht nicht gut. So, jetzt weiß ich nicht mehr, worüber ich eigentlich reden wollte. Ja genau, Zeitverschwendung. Das ist ein Thema, bei dem ich mich wirklich mal auskenne. Da bin ich Fachmann, da bin ich ein Experte sozusagen. Da können Sie von mir wirklich mal was lernen. Na komm. Zeitverschwendung, ein Begriff, der ja durchweg negativ belegt ist. Das ist er für mich auch, falls Sie jetzt irgendeine pseudo-intellektuelle Argumentationskette dagegen erwartet haben. Sowas wie in Zeiten der stetigen Beschleunigung der Arbeitswelt, der modernen Kommunikation und der Sehnsucht nach mehr Freizeit ist die Zeitverschwendung ein Luxusgut, das bla 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 bla. So ein Quatsch überlässt man am besten den Soziologen, Psychologen und den Möchtegern-Fernsehintellektuellen. Stammt der Mensch vom Affen ab? Stumpft das Kind beim Gaffen ab? Macht die Frau beim Schaffen schlapp? Wie lang ist ein Giraffengrab? Wo werden die Karaffen knapp? Schafft der Papst die Pfaffen ab? Legt man im Bett die Waffen ab? Was tun, wenn ich nicht schlafen hab? Die mit ihren Lebenshilfebüchern, die, was weiß ich, Zeitmanagement leicht gemacht oder Organisieren Sie noch oder Leben Sie schon heißen, bei den Beckmanns und den Jauchs dieser Welt sitzen und ihre Sätze immer mit im Zeitalter des Internets oder im Vergleich zu vorangegangenen Generationen davor beginnen. Oh, I love old-fashioned art. That's the only kind of art I collect. They paint better than I do. Bei denen hat man immer das Gefühl, die schreiben ihre Bücher nur, um sie in die Kamera zu halten. Jedenfalls steige ich da nicht drauf ein, da muss ich leider passen. Zeitverschwendung ist nun mal ärgerlich und ich weiß, wovon ich rede. Na, Zuckerschnitzel. Und zwar von den verschlafenen Vormittagen und von den Couchabenden mit Zweitliga-Fußball und den Nächten, in denen man sinnlos an Bars herumhängt. An guten Tagen, da kann ich, ganze Monate kann ich an guten Tagen verschwenden. Da macht mir so schnell keiner was vor. Fred, Mensch, ja. Hi, komm. Jetzt, du bist jedes Mal zu spät. Jedes Mal. Manchmal muss auch ich was arbeiten und Zeit ist schließlich Geld. Spieleinsatz bitte. Nur wer Geld hat, kann sich Zeit kaufen. Alle anderen rennen hinterher und bekommen Seitenstechen. In a battle between time and money, time always wins. Because you, if you have time, you can, you know, take the time to find some money. Also, soweit ich weiß, sind die beiden Worte Zeit und Geld im Zuge der letzten Rechtschreibreform gleichgesetzt worden. Also genauso wie dasselbe und das Gleiche. Also Geld ist jetzt dasselbe wie das Gleiche. I didn't have any ideas. I've really completely run out of ideas, so I thought, well, the only way to do that is just do the same images backwards and reverse. Um unendlich viel Zeit zu haben, die man dann getrost verschwenden kann, müsste man seine Leistung gegen Null gehen lassen. Tja, leisten Sie einfach weniger, dann haben Sie zwar mehr Zeit, können aber Ihre Miete nicht mehr bezahlen. So ist das nun mal. Und alles andere ist intellektuellen Geplapper. Tja, und ich glaube, damit wäre das Thema Zeitverschwendung auch erledigt. Oder? Was nicht heißt, dass die Sendung jetzt schon zu Ende ist. Wir können ja auch noch über was anderes reden. Let's talk about speed. Die Droge oder die Geschwindigkeit? Lieber Geschwindigkeit, Drogen ein bisschen später. Da habe ich gleich eine Frage. Dieser Weltraumspringer, dieser Red Bull-Mann. Kann man jetzt eigentlich sagen, dass der nach Franz Fieberg der zweite Österreicher im Weltraum war? Ich bin ja froh, dass diese Geschichte endlich mal vorbei ist. 5 Jahre lang ist die regelmäßig in den Medien aufgetaucht und dann wieder verschwunden, weil irgendwas technisch nicht funktioniert hat. Ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass jemand besessen davon ist, aus 36 Kilometern Höhe mit Schallgeschwindigkeit ins Guinness-Buch der Rekorde zu hüpfen. Aber da muss man nicht so ein mediales Brimborium drum machen. The way I am, I search for speed. You know, I love being alone. I can be alone, but I'm not gonna just sit there and read a book. Like, that kind of makes me nervous. I love reading, but I mean, I read in specific moments when I can't really be doing anything else. In Zeiten der stetigen Beschleunigung der Arbeitswelt, der modernen Kommunikation und der... So, der Date. Ja? Wie hieß der Hit, in dem die Bros-Brüder den Tod ihrer Schwester betrauten? Ha? Pff, keine Ahnung. Aber nochmal zurück zu dem Baumgartner. Wahrscheinlich ist dem Typen einfach wahnsinnig langweilig und er braucht den Kick. Ich meine, wenn es darum geht, dann könnte man auch zu Ryanair ins Flugzeug steigen. Ich habe ja so meine Schwierigkeiten mit Transportmitteln. Immer dann, wenn ich mich darauf verlassen muss, dass die Technik, der ich mich aussetze, nicht versagt, dann läuft mir so ein kleiner Schauer über den Rücken. Die einen sprechen immer von den Errungenschaften aus Forschung und Technik. Für mich sind das alles gefährliche Spielzeuge. Klar, mit zunehmendem Alter, da wird man immer vorsichtiger. Man fährt nicht mehr so schnell Auto oder Motorrad oder Ski und setzt sich nicht mehr ohne weiteres in eine Hochschaubahn oder macht einen Bungee-Sprung. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen paranoid, aber wenn ich von einem Verkehrsflugzeug mit einer Kapazität von 1000 Passagieren höre, dann denke ich gleichzeitig an 1000 Tote. Die Erfindung des Schiffes ist eben für mich gleichzeitig die Erfindung des Untergangs. Gewonnen! Die der Eisenbahn auch die Erfindung der Entgleisung. Und die Erfindung des Autos ist gleichzeitig die Erfindung des Unfalls. Und so ist eben die Erfindung des Flugzeugs auch die Erfindung des Absturzes. Das sind eben die Kollateralschäden, die uns die Fortschrittspropaganda, solange es geht, verheimlichen will. When it happens, you don't really know about it. It's just one of those things. But it does hurt afterwards if you live. It would have been better not to live, so.
Ja, das ist auch so ein Kollateralschaden. Wobei man da mittlerweile schon umgekehrt spekulieren könnte, ob Weihnachten nicht eine Erfindung von Wham ist. You know, you get everybody together at Christmas, and then you know, because everyone's there, you still have a great meal the day before Christmas, and then all of a sudden it's Christmas, so you have to do it again, even though everyone's hungover or whatever. And sometimes it feels like a little bit too much of a job, like something you have to do. Ja, manchmal da gehst du durch so richtig alte Straßen und wünschst, sie wären dir neu, aber du kennst sie zu gut, weil du manchmal da durchgehst und nicht gerade selten, natürlich nicht sehr oft, aber oft genug. So, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ah ja, genau, Geschwindigkeit. Wenn es zutrifft, dass Zeit Geld ist, dann ist Geschwindigkeit Macht. Der am schnellsten an Informationen gelangt, hat eben einen entscheidenden Vorteil gegenüber dem Langsameren. Nehmen Sie die Wirtschaft. Ich nehme an, Sie wissen das, ich erzähl's trotzdem. Die Entscheidung, ob an den Börsen dieser Welt eine Aktie gekauft, gehalten oder verkauft wird, wird inzwischen von Computerprogrammen gefällt. In Sekundenbruchteilen werden da Milliarden umgesetzt. Wer kann die Riesengeldströme überhaupt noch kontrollieren, die in einem Affenzahn um die Welt reisen? Erst, das ist Aufgabe der Politiker. Der Politik, genau. Ja. Von Politikern zu erwarten, ein System in den Griff zu bekommen, das sich so komplett verselbstständigt hat wie das der globalisierten Wirtschaft, das wäre wirklich naiv. Die sind doch mittlerweile völlig machtlos. Sie setzen maximal nur noch das um, was ihnen die Weltwirtschaftslage vorgibt. Lassen Sie sich von welcher Partei auch immer ja nicht einreden, dass die ein Rezept hätten. Sie haben keins, glauben Sie es mir. Zum Beispiel Bündnerfleisch. Im Grunde könnte man sagen, das Raumschiff Erde trudelt seit dem 21. Jahrhundert führungslos durchs All. Der Kapitän versucht zwar noch ein bisschen die Lage schön zu reden, aber die Passagiere ahnen bereits, dass irgendwas nicht stimmt. Ich bin ja überzeugt davon, dass die Geschwindigkeit eine Erfindung der Stadt ist. Diese ganzen digitalen Süchte, die wir haben und das Leiden darunter, was sich eben immer häufiger in irgendwelchen Burnout-Situationen ausdrückt, dass das eben nicht nur ein individuelles Leiden ist, sondern ganz viel mit dem Aufbau unserer Gesellschaft zu tun hat. Dass die Maschinen rund um die Uhr laufen, dass das Internet rund um die Uhr läuft, diese Geschwindigkeit lastet uns immer mehr Entscheidungen auf. Now it's definitely time for me to take a break from cities, and you know, and especially after having lived in New York City, which I think a lot of people would agree that it is the ultimate rush. I mean, if you're going to go for a city, you might as well not fuck around. You know, who wants to be in Boston, for Christ's sake? Welche Stadt war 100 nach Christus die größte Stadt der Welt? Der sagt jetzt sicher irgendwas mit China. China? Ja, genau. Na, wenn dann eher Peking, oder? Blödsinn. Es ist natürlich Rom, zumindest gemessen an den Einwohnern. Wahrscheinlich war das sogar die erste Millionenstadt der Welt. Auf den Plätzen 2 bis 4 folgten damals Alexandria, Antiochia und dann, und das finde ich ja durchaus interessant, Karthago. Da hörst du Klugscheiße, ist ein völliger Schwachsinn. Hm. Gut. Gesellschaftsspiele. Ich finde ja, es sagt irrsinnig viel über den Charakter eines Menschen aus, einerseits wie er gewinnt. Jawohl, so geht es, so, so. Gesehen? Klugscheißer. Du schaust Gewinner aus. So. Andererseits, wie er verliert. Hey, du, Sarah, du komm erst mal pünktlich, bevor du hier irgendwie den Hut aufreißt. Okay, also. Nein, nicht. Scheiße, ey, echt. Wenn er mal unfair spielt. Ja, okay, komm. Ebenso übrigens, wie sich jemand unter Alkoholeinfluss verändert. Flammen des Inferno. Übrigens bin ich der Meinung, dass das Gesellschaftsspiel zerstört werden muss. Marcus Portius Cato, auch genannt Cato der Ältere. Es ist übrigens gar nicht gesagt, dass er diesen Satz auch wirklich nach jeder seiner Reden im römischen Senat auch gesagt hat. Wenn das so war, dann konnten das die anderen Senatoren sicher auch schon nicht mehr hören. Das Cetero Censeo Carthaginem im Esse Delendam ist höchst zweifelhaft, denn erstens wird es nur einmal bei Plutarch erwähnt, zweitens dort nur auf Griechisch und drittens etwa erst 180 Jahre nach Catos Tod. Ich will damit nicht sagen, dass alles scheiße ist, was ich, was, das ist, ich meine, ich will aber sagen, ich war nie zufrieden, verstehst du?
Aber nochmal zurück zu Karthago. Vor dem ersten Punischen Krieg die Supermacht auf dem Mittelmeer. Zwar ohne Land, aber als Wirtschaftsmacht im Gegensatz zu den imperialistischen Römern an einer multipolaren Welt interessiert, die im Wesentlichen aus einer großen Freihandelszone besteht, in der jeder nach seiner Fasson leben und in der natürlich auch der Rubel rollen soll. Das klingt wie die Visionen einiger heutiger Europagegner. Raus aus der EU, raus aus dem Euro. Und jeder kümmert sich am besten nur noch um seinen eigenen Kram. Das ist gefährlich, das ist schon mal schiefgegangen. Aber abgesehen davon schreit die Geschichte mit den Elefanten und Hannibal für mich ja nach dem nächsten Muskel- und Sandalenfilmstoff nach Gladiator, Alexander und Troja. Zum Beispiel mit, was weiß ich, Benicio del Toro als einäugigem Hannibal und Brad Pitt als seinem Gegenspieler Scipio Africanus. Das ist ein Riesenstoff, wenn Sie mich fragen. Ist jetzt aber auch völlig egal. Nochmal zurück zu den größten Städten. Im Jahr 1000 waren die größten Städte der Welt übrigens nur noch halb so groß wie das antike Rom. Platz 1 Kaifeng in China, gefolgt von Cordoba in Spanien, damals übrigens noch unter maurischem Kalifat. Auf Platz 3 Konstantinopel, das heutige Istanbul. So, wo waren wir jetzt? Geschwindigkeit. Lieber Erster, jawohl. Ja, Geschwindigkeit. Nein, ich wollte erst noch über was anderes reden. Du, Ku Klux Klan. Stadt. Wieder Neustadt. Städte. Na gut, das kann ich nicht wissen. Ja, kannst nicht wissen, weil du nicht so intelligent bist wie ich. Erst nur, weil du ein Matura-Ball warst. Genau, Städte. Die ersten Städte waren Ur, Uruk und Eridu. Alles Städte im heutigen Irak. Wobei Eridu im 5. Jahrtausend vor Christus dabei wohl als erste die Kriterien von Urbanität erfüllt hat. I think just having been to so many cities and having to go to so many cities now when I have time for myself, that's the last place I want to be. I just want to be by the sea and fuck off. Kann man so sagen. Jedenfalls, das muss für die anderen Nomaden ein ordentlicher Schock gewesen sein, als die in ihrem Winterlager ankamen und dort schon die Sumerer gehockt sind, die beschlossen haben, dass ab sofort Schluss ist mit dem Umherziehen und dass ab sofort Ackerbau und Viehzucht betrieben wird. Ich meine, da war der Ärger vorprogrammiert. Für einen Nomaden muss eine Stadt wirklich eine einzige Frechheit sein. Das hat wirklich den Fass, den Boden ausgeschlagen. Sie haben nicht mehr unser Vertrauen, wenn Sie so vorgehen und hier über die Bürger drüber fahren. Ich bin keine, die drüber fährt. Tja, und was haben die dann gemacht? Die Sumerer natürlich erstmal eine Mauer um ihr bisschen Land gebaut. Und das ist es. Da hat die Menschheit meiner Meinung nach den ersten Holzweg beschritten. Für eine Mauer braucht man Handwerker und Maurer, die sich nicht gleichzeitig auch noch um ihr Feld kümmern können. Und schon sind wir angekommen in der Arbeitsteilung und in der Klassengesellschaft. Denn irgendwann braucht man dann noch Leute, die sagen, wo es lang geht. Die werden dann Herrscher. Und die wiederum brauchen dann Leute, die ihren Willen durchsetzen. Das sind dann die Beamten. Und schon haben wir ein System der Ungerechtigkeit, der Unfreiheit und der Abhängigkeit. Im Grunde versuchen wir seit 6000 Jahren den alten Zustand der Gleichheit, Unabhängigkeit und Freiheit wiederherzustellen. Mit mäßigem Erfolg, wie ich meine. Und weil es nicht so recht klappt, versucht man sich eben vorerst mal so gut es geht einzurichten und eben mal eine Klasse aufzusteigen. Und dazu ist uns, oder zumindest den meisten von uns, oder zumindest manchen von uns, jedes Mittel recht. Dabei bestand nach allem, was man heute weiß, rein nahrungstechnisch überhaupt keine Notwendigkeit, mit dem Rumwandern aufzuhören und sich irgendwo niederzulassen. Vielleicht war das ja alles nur die Idee eines fußkranken Sumerers oder die von einem babylonischen Faulpelz oder die eines eitlen Assyrers, der vielleicht keine Lust mehr hatte auf Dreck unter den Fingernägeln vom Himmel pflücken. Tja, also wer du auch warst, du mesopotamischer Irrer, dir haben wir wahrscheinlich das System, in dem rauschhaft jeder gegen jeden kämpft, zu verdanken. Wer ist schuld an der Entsolidarisierung in unserer Gesellschaft? Hauptangeklagter ist ein Mann namens Sargon, 58 Jahre alt, Ex-Jäger und Sammler aus der Stadt Akkad. Der Vorwurf gegen ihn? Er habe gegen Ende des 5. Jahrtausends vor Christus die erste Stadt gegründet. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung. Und jetzt zum Sport. Was denn? Achso, ja genau. Was sich mit der Stadt natürlich radikal verändert, ist die Geschwindigkeit, mit der Prozesse oder Veränderungen ablaufen. In der Stadt läuft man schließlich dauernd Leuten mit Ideen über den Weg und das sind dann die Forscher und Gelehrten, deren Erfindungen zwar die Arbeit präziser, die Wirtschaft lukrativer und das Militär effizienter machen, aber gleichzeitig dadurch wieder neue Probleme kreieren, die vorher überhaupt niemand kannte. Der Faustkeil, das Feuer, Textilien, Ackerbau, Töpferei. Das Rad, Metallverarbeitung, Schrift, Schießpulver, Buchdruck, Optik, Uhr, Heißluftballon, Dampfmaschine, Elektrizität, Fernsehen, Computer, Kernkraft, Raketenantrieb, Antibabypille, Internet, Gentechnologie, das sind alles Erfindungen, die vielleicht ein Problem lösen, aber mindestens zwei neue schaffen. Und das alles nur wegen des Ungleichgewichts zwischen denen, die wirklich arbeiten und denen, die mehr oder weniger auf der faulen Haut liegen und versuchen, anders über die Runden zu kommen. Ich kann mir zum Beispiel spätabends auch nur deswegen über so einen Quatsch Gedanken machen, weil morgen irgendein Bauer seinen Kram in den nächsten Laden karrt und ich ihn nicht erst selbst anbauen muss.
Jetzt könnte man natürlich sagen, das ist nichts Neues. Ist es aber doch, wenn man bedenkt, dass unsere Vorfahren seit Hunderttausenden von Jahren gewohnt waren, umherzuirren und vor 6000 Jahren aus irgendeinem Grund plötzlich damit aufgehört haben. Ich meine, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Das geht nicht von heute auf morgen. Das dauert einfach. Das ist, als ob man ein Rudel Seehunde in die Sahara setzt und von ihnen erwartet, dass sie sich möglichst schnell an die neuen Umstände anpassen. Die Frage ist dann natürlich, ob so ein unnatürlicher Zustand gesund ist. Ich meine, dass ein Großteil der Gattung Homo sapiens seit neuestem auf einem Fleck aufeinander hockt, die Nahrungsmittelproduktion jemand anderem überlässt und seinen Lebensunterhalt durch Ersatzhandlungen bestreitet, das muss doch irgendwie auf die Psyche schlagen. Das geht mir echt am Arsch vorbei. Nach neuesten Schätzungen sind mittlerweile 1 Million aller Österreicher tatsächlich psychisch krank. Die Hälfte davon leidet an der neuen Volkskrankheit Burnout und davon wiederum wohnen 94% in einer Stadt. Das muss also an diesem abstrakten Highspeed-Dasein liegen, das man in der Stadt führt. Ich meine, ich kann mir kaum vorstellen, dass irgendwann in grauer Vorzeit ein Mammutjäger seinen Speer in die Ecke geschmissen hat, weil er seine Situation als Jäger psychisch nicht mehr verkraftet hat. Ausgebrannt sein, ja? Das ist ein Zustand. Vollkommener Erschöpfung! Ja? Mit reduziertem Leistungsumfang. Weißt? Es kann als ein Stadium gesehen werden von einer Entwicklungslinie, ja, die vielleicht mit einer, ich weiß nicht, idealistischen Begeisterung beginnt, ja, aber durch so frustrierende Erlebnisse, zu Depression, zu psychosomatischen Krankheiten und zur Aggressivität führt. Verstehst? Fein. Ja, ist schon gut, ist schon gut. Oft ist das einhergehend mit erhöhtem Suchtpotenzial, gell? Prost. Erst komm. Passt schon. Das kann ich nicht. Was ist los mit ihm? Keine Ahnung. Was ist alles in Ordnung? Komm, trink was jetzt schon. Dann geht's dir besser. Ich kenn das. Ja, aber ihr könnt euch in meiner Wohnung nicht so aufführen. What would save the world is a shiny little red button that the moment you pressed it, it would obliterate the concept of religion from the human brain. I mean, I'm not saying get rid of the religions. I'm just saying even the concept of it is just eradicated from our DNA. Life is precious. Every with you in it, so let's have some fun. So, und damit in der Stadt nicht alles aus dem Ruder läuft, kam nach den Handwerkern, den Beamten, den Herrschern und den Forschern eine weitere Kaste ins Spiel, nämlich die, die einem erklären, was der ganze Wahnsinn soll, das waren die Geistlichen. In vorgeschichtlicher Zeit die Schamanen, die uns aber wahrscheinlich nur erklärt haben, wann ausgesät und wann geerntet werden muss. Damit kommt man klar. Aber schon in antiker Zeit haben die Priester uns davor gewarnt, auf eigene Gedanken zu kommen, weil die regionale Götterwelt sowas selten toleriert. Die Priester im Mittelalter haben dann erklärt, dass alle Taten im Diesseits erhebliche Konsequenzen für das Jenseits haben werden. Und heute, nachdem wir alle säkularisiert, aufgeklärt und vermeintlich selbstbestimmt sind, heute verlassen wir uns statt auf die Meinung der Priester eben auf den Rat oder die Pillen der Psychologen, wie man mit der Geschwindigkeit, in der sich das Leben heute abspielt, zurande kommt. Frage, finden Sie sich eigentlich zu dick? Naja, aber was soll man darauf schon antworten, außer dass man irgendwas zwischen Koketterie und Realitätsverweigerung loswird? Da kommt überhaupt nichts dabei raus. Lieber andere Frage, finden Sie Ihr Kind zu dick? Naja, aber es ist vielleicht auch ein bisschen zu persönlich für manche Eltern. Lieber was anderes, finden Sie Andy Warhol zu dick? Andy Warhol, der war Zeit seines Lebens tatsächlich unglaublich unglücklich über sein Gewicht. Wir kennen ihn ja eher als dünnen Menschen, aber er empfand sich als zu fett und hat dagegen Appetitzügler in Form von Amphetaminen genommen. Vom Arzt verschrieben, damals in den 60ern ganz normal, aber mit riesen Konsequenzen. Mit der Verschreibung eines leichten Appetitzüglers veränderte sich nämlich seine Arbeitsweise. Die ersten Campbell-Dosen, die hat er noch mit der Hand gemalt. Aber auf Speed wechselte er zu Schablonen, da haben sich die Tomatensuppen dann wenigstens noch in der Geschmacksrichtung unterschieden. Er fand sich aber immer noch zu dick, warf stärkere Pillen ein. Daraufhin wechselte er zum seriellen Siebdruck und vervielfachte mit gesteigerter Wiederholungslust ein und dasselbe Motiv 20, 30 oder 40 Mal. Ich glaube ja, die landläufige Meinung über Warhol ist, er war ein Spinner, der unter Drogeneinfluss zum Künstler wurde. Das ist Quatsch, denn Künstler war er schon vorher. Die Drogen haben ihm nur geholfen, seine Kunst in Massen herzustellen.
Andy Warhol wollte sicher nicht aus einer Welt in die nächste flüchten, sondern durch Leistungssteigerung und die verlängerten Wachzustände mehr von der diesseitigen mitbekommen. Das hat überhaupt nichts mit diesem Flower-Power-Eskapismus zu tun, den man Drogenabhängigen in den 60ern und 70ern gemeinhin nachgesagt hat. I would probably smoke a lot of weed, but I'm allergic, so I can't. So I take the vitamin B. Mein Lieblingsmedikament ist Aspirin C. Also, weil für mich als Musiker impliziert dieses C einfach die sofortige Auflösung von allen Problemen. Mit Aspirin Fis kannst du ihn umdrehen. Gib mir Licht, gib mir Wärme, gib mir Sonne und ein Lächeln, aber sowas von dir. Anderes Beispiel, Judy Garland, die begann 1939 unglücklicherweise mitten in den Dreharbeiten zu Wizard of Oz zu pubertieren. Daraufhin bekam sie von der Produktion Benzedrine, das war ein Appetitzügler und aber gleichzeitig auch eines der ersten Amphetamine. Das Wachstum ihrer Brüste, das tendierte gegen null. Judy Garland konnte so als Nebeneffekt 16 Stunden am Tag drehen und war meistens auch noch gut drauf dabei. Zur gleichen Zeit, als Judy Garland zugedröhnt im Hollywood-Studio steht, überfällt Nazi-Deutschland Polen. Mit dabei 1,9 Millionen Soldaten, rund ein Drittel davon auf Speed. Ist jetzt kein Witz, die Wehrmacht hat schon während des Ersten Weltkriegs gemerkt, dass Amphetamine nicht nur die Leistungsfähigkeit von Künstlern, sondern auch die des Panzerfahrers und des Jagdpiloten steigern. Und auch hier war das alles nur eine Frage der Effizienz und der richtigen Droge. United States somewhere, and it was the very first gig of a tour, and I walked towards the door, and right when I got to the door, the entire ceiling of the room caved in, and there was this Swiss guy, and he was completely covered in grime. He was like, he looked like he came out of a coal mine, and I just went to the security guy down the hall, and I said, a guy just fell through the ceiling in our dressing room, and he was, you know, almost knocked out. And the poor guy had gone in through the bathrooms in the outside, climbed through the ceiling, and he was trying to get backstage to meet the band. But meanwhile, we were at the bar. Tja, wissen Sie, was ich glaube? Ich glaube, Drogen sind in welcher Form auch immer mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Denn das Recht auf Rausch wird mittlerweile jedem von jedem zugestanden. Man muss es sich nur mit der Krankenkasse, dem Arbeitgeber oder dem Polizisten aushandeln. Jeder versucht mit seinem persönlichen Rezept mehr aus sich rauszuholen, als eigentlich in ihm steckt. Jeder versucht sich zu optimieren, damit wir in einer Welt, in der nur noch Leistung zählt, eben mehr leisten als unsere Konkurrenz. Ja, liegst du auch schon deppert? Also stopfen wir unsere Kinder, die an ADHS leiden, voll mit Ritalin, damit sie gegenüber den anderen in der Schule nicht zurückfallen. Setzen wir unsere Großeltern im Altenheim zum Aufwachen unter Modafinil und abends zum Einschlafen unter Rohypnol, während wir selber tagsüber zu Prozac greifen, um gut gelaunt unserer Arbeit nachzugehen. Und werfen wir dann vor dem Ausgehen noch ein Speed auf Rezept ein, damit wir uns nicht weniger amüsieren als die anderen. Und dann geben wir uns zum Schluss noch eine Viagra, damit auch in der Beziehung nichts anbrennt. Und the disadvantage of drugs, the biggest one, is that they're illegal. Alles mit Maß und Ziel, also... Ich muss sagen, da bin ich eher für Mr. Perkins Schönheitstee. Ich habe mein Leben lang noch nicht gekifft. I'm a devoted fan of beer and just stuff that, you know, you can keep a little buzz going the whole time. Hirngedopte Konkurrenten werden schneller denken, länger arbeiten, energischer auftreten. Sie werden an den Ungedopten vorbeiziehen wie Ben Johnson oder Carl Lewis. So hat schon die Financial Times ihre Leser auf die Zukunft vorbereitet. Man darf annehmen, dass in dieser Zukunft leistungssteigernde Drogen so normal sein werden wie heute Mobiltelefone. Und auch annehmen darf man jedoch, dass es immer noch gute Gründe gibt, in der heutigen Welt nüchtern zu bleiben. Zeit verschwenden zum Beispiel. Meine Wohnung. Dreht raus.
Städte waren Ur, Uruk und Eridu, alles Städte im heutigen Irak, wobei Eridu im 5. Jahrtausend vor Christus dabei wohl als erste die Kriterien von Urbanität erfüllt hat. I think just having been to so many cities and having to go to so many cities now when I have time for myself, that's the last place I want to be. I just want to be by the sea and fuck off. Kann man so sagen. Jedenfalls, das muss für die anderen Nomaden ein ordentlicher Schock gewesen sein, als die in ihrem Winterlager ankamen und dort schon die Sumerer gehockt sind, die beschlossen haben, dass ab sofort Schluss ist mit dem Umherziehen und dass ab sofort Ackerbau und Viehzucht betrieben wird. Ich meine, da war der Ärger vorprogrammiert. Für einen Nomaden muss eine Stadt wirklich eine einzige Frechheit sein. Das hat wirklich den Fass den Boden ausgeschlagen. Sie haben nicht mehr unser Vertrauen, wenn Sie so vorgehen und hier über die Bürger drüber fahren. Ich bin keine, die drüber fährt. Tja, und was haben die dann gemacht? Die Sumerer natürlich erstmal eine Mauer um ihr bisschen Land gebaut. Und das ist es. Da hat die Menschheit meiner Meinung nach den ersten Holzweg beschritten. Für eine Mauer braucht man Handwerker und Maurer, die sich nicht gleichzeitig auch noch um ihr Feld kümmern können. Und schon sind wir angekommen in der Arbeitsteilung und in der Klassengesellschaft. Denn irgendwann braucht man dann noch Leute, die sagen, wo es lang geht. Die werden dann Herrscher. Und die wiederum brauchen dann Leute, die ihren Willen durchsetzen. Das sind dann die Beamten. Und schon haben wir ein System der Ungerechtigkeit, der Unfreiheit und der Abhängigkeit. Im Grunde versuchen wir seit 6000 Jahren den alten Zustand der Gleichheit, Unabhängigkeit und Freiheit wiederherzustellen. Mit mäßigem Erfolg, wie ich meine. Und weil es nicht so recht klappt, versucht man sich eben vorerst mal so gut es geht einzurichten und eben mal eine Klasse aufzusteigen. Und dazu ist uns, oder zumindest den meisten von uns, oder zumindest manchen von uns, jedes Mittel recht. Dabei bestand nach allem, was man heute weiß, rein nahrungstechnisch überhaupt keine Notwendigkeit, mit dem Rumwandern aufzuhören und sich irgendwo niederzulassen. Vielleicht war das ja alles nur die Idee eines fußkranken Sumerers oder die von einem babylonischen Faulpelz oder die eines eitlen Assyrers, der vielleicht keine Lust mehr hatte auf Dreck unter den Fingernägeln vom Himmel pflücken. Tja, also wer du auch warst, du mesopotamischer Irrer, dir haben wir wahrscheinlich das System, in dem rauschhaft jeder gegen jeden kämpft, zu verdanken. Wer ist schuld an der Entsolidarisierung in unserer Gesellschaft? Hauptangeklagter ist ein Mann namens Sargon, 58 Jahre alt, Ex-Jäger und Sammler aus der Stadt Akkad. Der Vorwurf gegen ihn? Er habe gegen Ende des 5. Jahrtausends vor Christus die erste Stadt gegründet. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung. Und jetzt zum Sport. Was denn? Achso, ja genau. Was sich mit der Stadt natürlich radikal verändert, ist die Geschwindigkeit, mit der Prozesse oder Veränderungen ablaufen. In der Stadt läuft man schließlich dauernd Leuten mit Ideen über den Weg und das sind dann die Forscher und Gelehrten, deren Erfindungen zwar die Arbeit präziser, die Wirtschaft lukrativer und das Militär effizienter machen, aber gleichzeitig dadurch wieder neue Probleme kreieren, die vorher überhaupt niemand kannte. Der Faustkeil, das Feuer, Textilien, Ackerbau, Töpferei. Das Rad, Metallverarbeitung, Schrift, Schießpulver, Buchdruck, Optik, Uhr, Heißluftballon, Dampfmaschine, Elektrizität, Fernsehen, Computer, Kernkraft, Raketenantrieb, Antibabypille, Internet, Gentechnologie. Das sind alles Erfindungen, die vielleicht ein Problem lösen, aber mindestens zwei neue schaffen. Und das... Ja, aber ihr könnt euch in meiner Wohnung nicht so aufführen. What would save the world is a shiny little red button that the moment you pressed it, it would obliterate the concept of religion from the human brain. I mean, I'm not saying get rid of the religions. I'm just saying even the concept of it is just eradicated from our DNA. Life is precious. Every minute and more precious with you in it. So let's have some fun. So, und damit in der Stadt nicht alles aus dem Ruder läuft, kam nach den Handwerkern, den Beamten, den Herrschern und den Forschern eine weitere Kaste ins Spiel, nämlich die, die einem erklären, was der ganze Wahnsinn soll, das waren die Geistlichen. In vorgeschichtlicher Zeit die Schamanen, die uns aber wahrscheinlich nur erklärt haben, wann ausgesät und wann geerntet werden muss. Damit kommt man klar. Aber schon in antiker Zeit haben die Priester uns davor gewarnt, auf eigene Gedanken zu kommen, weil die regionale Götterwelt sowas selten toleriert. Die Priester im Mittelalter haben dann erklärt, dass alle Taten im Diesseits erhebliche Konsequenzen für das Jenseits haben werden. Und heute, nachdem wir alle säkularisiert, aufgeklärt und vermeintlich selbstbestimmt sind, heute verlassen wir uns statt auf die Meinung der Priester eben auf den Rat oder die Pillen der Psychologen, wie man mit der Geschwindigkeit, in der sich das Leben heute abspielt, zurande kommt. Frage: Finden Sie sich eigentlich zu dick? Naja, aber was soll man darauf schon antworten, außer dass man irgendwas zwischen Koketterie und Realitätsverweigerung loswird? Da kommt überhaupt nichts dabei raus. Lieber andere Frage: Finden Sie Ihr Kind zu dick? Naja, aber es ist vielleicht auch ein bisschen zu persönlich für manche Eltern. Lieber was anderes: Finden Sie Andy Warhol zu dick?
Andy Warhol, der war Zeit seines Lebens tatsächlich unglaublich unglücklich über sein Gewicht. Wir kennen ihn ja eher als dünnen Menschen, aber er empfand sich als zu fett und hat dagegen Appetitzügler in Form von Amphetaminen genommen. Vom Arzt verschrieben, damals in den 60ern ganz normal, aber mit riesen Konsequenzen. Mit der Verschreibung eines leichten Appetitzüglers veränderte sich nämlich seine Arbeitsweise. Die ersten Campbell-Dosen, die hat er noch mit der Hand gemalt. Aber auf Speed wechselte er zu Schablonen, da haben sich die Tomatensuppen dann wenigstens noch in der Geschmacksrichtung unterschieden. Er fand sich aber immer noch zu dick, warf stärkere Pillen ein. Daraufhin wechselte er zum seriellen Siebdruck und vervielfachte mit gesteigerter Wiederholungslust ein und dasselbe Motiv 20, 30 oder 40 Mal. Ich glaube ja, die landläufige Meinung über Warhol ist, er war ein Spinner, der unter Drogeneinfluss zum Künstler wurde. Das ist Quatsch, denn Künstler war er schon vorher. Die Drogen haben ihm nur geholfen, seine Kunst in Massen herzustellen. Andy Warhol wollte sicher nicht aus einer Welt in die nächste flüchten, sondern durch Leistungssteigerung und die verlängerten Wachzustände mehr von der diesseitigen mitbekommen. Das hat überhaupt nichts mit diesem Flower-Power-Eskapismus zu tun, den man Drogenabhängigen in den 60ern und 70ern gemeinhin nachgesagt hat. I would probably smoke a lot of weed, but I'm allergic, so I can't. So I take the vitamin B. Mein Lieblingsmedikament ist Aspirin C. Also, weil für mich als Musiker impliziert dieses C. Jedenfalls steige ich da nicht drauf ein, da muss ich leider passen. Zeitverschwendung ist nun mal ärgerlich und ich weiß, wovon ich rede. Ja, der Zuckerschnitzel. Und zwar von den verschlafenen Vormittagen und von den Couchabenden mit Zweitliga-Fußball und den Nächten, in denen man sinnlos an Bars herumhängt. An guten Tagen, da kann ich, ganze Monate kann ich an guten Tagen verschwenden. Da macht mir so schnell keiner was vor. Fred, Mensch! Ja. Hi, komm! Jetzt, du bist jedes Mal spät. Jedes Mal. Manchmal muss auch ich was arbeiten und Zeit ist schließlich Geld. Spieleinsatz bitte. Nur wer Geld hat, kann sich Zeit kaufen. Alle anderen rennen hinterher und bekommen Seitenstechen. In a battle between time and money, time always wins. Because if you have time, you can, you know, take the time to find some money. Also, soweit ich weiß, sind die beiden Worte Zeit und Geld im Zuge der letzten Rechtschreibreform gleichgesetzt worden. Also genauso wie dasselbe und das Gleiche. Also Geld ist jetzt dasselbe wie das Gleiche. I didn't have any ideas. I've really completely run out of ideas. So I thought, well, the only way to do that is just do the same images backwards and reverse. Um unendlich viel Zeit zu haben, die man dann getrost verschwenden kann, müsste man seine Leistung gegen Null gehen lassen. Tja, leisten sie einfach weniger, dann haben sie zwar mehr Zeit, können aber ihre Miete nicht mehr bezahlen. So ist das nun mal. Und alles andere ist intellektuellen Geplapper. Tja, und ich glaube, damit wäre das Thema Zeitverschwendung auch erledigt. Oder? Was nicht heißt, dass die Sendung jetzt schon zu Ende ist. Wir können ja auch noch über was anderes reden. Let's talk about speed. Die Droge oder die Geschwindigkeit? Lieber Geschwindigkeit, Drogen ein bisschen später. Da habe ich gleich eine Frage. Dieser Weltraumspringer, dieser Red Bull-Mann. Kann man jetzt eigentlich sagen, dass der nach Franz Fieberg der zweite Österreicher im Weltraum war? Ich bin ja froh, dass diese Geschichte endlich mal vorbei ist. 5 Jahre lang ist die regelmäßig in den Medien aufgetaucht und dann wieder verschwunden, weil irgendwas technisch nicht funktioniert hat. Ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass jemand besessen davon ist, aus 36 Kilometern Höhe mit Schallgeschwindigkeit ins Guinness-Buch der Rekorde zu hüpfen. Aber da muss man nicht so ein mediales Brimborium drum machen. The way I am, I search for speed. You know, I love being alone. I can be alone, but I'm not gonna just sit there and read a book. Like, that kind of makes me nervous. I love reading, but I mean, I read in specific moments when I can't really be doing anything else. In Zeiten der stetigen Beschleunigung der Arbeitswelt, der modernen Kommunikation und der... So, der ja? Wie hieß der Hit, in dem die Bros-Brüder den Tod ihrer Schwester betrauten? Ha? Keine Ahnung. Aber nochmal zurück zu dem Baumgartner. Wahrscheinlich ist dem Typen einfach wahnsinnig langweilig und er braucht den Kick. Ich meine, wenn es darum geht, dann könnte man auch zu Ryanair ins Flugzeug steigen. Ich habe ja so meine Schwierigkeiten mit Transportmitteln. Immer dann, wenn ich mich darauf verlassen muss, dass die Technik, der ich mich aussetze, nicht versagt, dann läuft mir so ein kleiner Schauer über den Rücken. Die einen sprechen immer von den Errungenschaften aus Forschung und Technik. Für mich sind das alles gefährliche Spielzeuge. Klar, mit zunehmendem Alter, da wird man immer vorsichtiger. Man fährt nicht mehr so schnell Auto oder Motorrad oder Ski und setzt sich nicht mehr ohne weiteres in eine Hochschaubahn oder macht einen Bungee-Sprung. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen paranoid, aber wenn ich von einem Verkehrsflugzeug mit einer Kapazität von... It would obliterate the concept of religion. From the human brain. I mean, I'm not saying get rid of the religions. I'm just saying even the concept of it is just eradicated from our DNA. Life is precious. Every minute and more precious with you in it. So let's have some fun.
So, und damit in der Stadt nicht alles aus dem Ruder läuft, kam nach den Handwerkern, den Beamten, den Herrschern und den Forschern eine weitere Kaste ins Spiel, nämlich die, die einem erklären, was der ganze Wahnsinn soll, das waren die Geistlichen. In vorgeschichtlicher Zeit die Schamanen, die uns aber wahrscheinlich nur erklärt haben, wann ausgesät und wann geerntet werden muss. Damit kommt man klar. Aber schon in antiker Zeit haben die Priester uns davor gewarnt, auf eigene Gedanken zu kommen, weil die regionale Götterwelt sowas selten toleriert. Die Priester im Mittelalter haben dann erklärt, dass alle Taten im Diesseits erhebliche Konsequenzen für das Jenseits haben werden. Und heute, nachdem wir alle säkularisiert, aufgeklärt und vermeintlich selbstbestimmt sind, heute verlassen wir uns statt auf die Meinung der Priester eben auf den Rat oder die Pillen der Psychologen, wie man mit der Geschwindigkeit, in der sich das Leben heute abspielt, zurande kommt. Frage: Finden Sie sich eigentlich zu dick? Naja, aber was soll man darauf schon antworten, außer dass man irgendwas zwischen Koketterie und Realitätsverweigerung loswird? Da kommt überhaupt nichts dabei raus. Lieber andere Frage: Finden Sie Ihr Kind zu dick? Naja, aber es ist vielleicht auch ein bisschen zu persönlich für manche Eltern. Lieber was anderes: Finden Sie Andy Warhol zu dick? Andy Warhol, der war Zeit seines Lebens tatsächlich unglaublich unglücklich über sein Gewicht. Wir kennen ihn ja eher als dünnen Menschen, aber er empfand sich als zu fett und hat dagegen Appetitzügler in Form von Amphetaminen genommen. Vom Arzt verschrieben, damals in den 60ern ganz normal, aber mit riesen Konsequenzen. Mit der Verschreibung eines leichten Appetitzüglers veränderte sich nämlich seine Arbeitsweise. Die ersten Campbell-Dosen, die hat er noch mit der Hand gemalt. Aber auf Speed wechselte er zu Schablonen, da haben sich die Tomatensuppen dann wenigstens noch in der Geschmacksrichtung unterschieden. Er fand sich aber immer noch zu dick, warf stärkere Pillen ein, daraufhin wechselte er zum seriellen Siebdruck und vervielfachte mit gesteigerter Wiederholungslust ein und dasselbe Motiv 20, 30 oder 40 Mal. Ich glaube ja, die landläufige Meinung über Warhol ist, er war ein Spinner, der unter Drogeneinfluss zum Künstler wurde. Das ist Quatsch, denn Künstler war er schon vorher. Die Drogen haben ihm nur geholfen, seine Kunst in Massen herzustellen. Andy Warhol wollte sicher nicht aus einer Welt in die nächste flüchten, sondern durch Leistungssteigerung und die verlängerten Wachzustände mehr von der Diesseitigen mitbekommen. Das hat überhaupt nichts mit diesem Flower-Power-Eskapismus zu tun, den man Drogenabhängigen in den 60ern und 70ern gemeinhin nachgesagt hat. I would probably smoke a lot of weed, but I'm allergic, so I can't. So I take the vitamin B. Mein Lieblingsmedikament ist Aspirin C. Also, weil für mich als Musiker impliziert dieses C einfach die sofortige Auflösung von allen Problemen. Mit Aspirin Fis kannst du mir nun reden. Bücher nur, um sie in die Kamera zu halten. Jedenfalls steige ich da nicht drauf ein, da muss ich leider passen. Zeitverschwendung ist nun mal ärgerlich und ich weiß, wovon ich rede. Ja, du Zuckerschnitzel. Und zwar von den verschlafenen Vormittagen und von den Couchabenden mit Zweitliga-Fußball und den Nächten, in denen man sinnlos an Bars herumhängt. An guten Tagen, da kann ich ganze Monate kann ich an guten Tagen verschwenden. Da macht mir so schnell keiner was vor. Fred, Mensch! Hi, komm! Jetzt, du bist jedes Mal spät. Jedes Mal. Manchmal muss auch ich was arbeiten und Zeit ist schließlich Geld. Spieleinsatz bitte. Nur wer Geld hat, kann sich Zeit kaufen. Alle anderen rennen hinterher und bekommen Seitenstechen. In a battle between time and money, time always wins. Because if you have time, you can, you know, take the time to find some money. Also, soweit ich weiß, sind die beiden Worte Zeit und Geld im Zuge der letzten Rechtschreibreform gleichgesetzt worden. Also genauso wie dasselbe und das Gleiche. Also Geld ist jetzt dasselbe wie das Gleiche. I didn't have any ideas. I've really completely run out of ideas. So I thought, well, the only way to do that is just do the same images backwards and reverse. Um unendlich viel Zeit zu haben, die man dann getrost verschwenden kann, müsste man seine Leistung gegen Null gehen lassen. Tja, leisten Sie einfach weniger, dann haben Sie zwar mehr Zeit, können aber Ihre Miete nicht mehr bezahlen. So ist das nun mal. Und alles andere ist intellektuellen Geplapper. Tja, und ich glaube, damit wäre das Thema Zeitverschwendung auch erledigt. Oder? Was nicht heißt, dass die Sendung jetzt schon zu Ende ist. Wir können ja auch noch über was anderes reden. Let's talk about speed. Die Droge oder die Geschwindigkeit? Lieber Geschwindigkeit, Drogen ein bisschen später. Da habe ich gleich eine Frage. Dieser Weltraumspringer, dieser Red Bull-Mann. Kann man jetzt eigentlich sagen, dass der nach Franz Fieberg der zweite Österreicher im Weltraum war? Ich bin ja froh, dass diese Geschichte endlich mal vorbei ist. 5 Jahre lang ist die regelmäßig in den Medien aufgetaucht und dann wieder verschwunden, weil irgendwas technisch nicht funktioniert hat. Ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass jemand besessen davon ist, aus 36 Kilometern Höhe mit Schallgeschwindigkeit ins Guinness-Buch der Rekorde zu hüpfen. Aber da muss man nicht so ein mediales Brimborium drum machen. The way I am, I search for speed. You know, I love being alone. I can be alone, but I'm not gonna just sit there and read a book. Like, that kind of makes me nervous. I love reading, but I mean, I read in specific moments when I can't really be doing anything else. In Zeiten der stetigen Beschleunigung der Arbeitswelt, der modernen Kommunikation und der... So, der Fred, ja? Wie hieß der Hit, in dem die Bros-Brüder den Tod ihrer Schwester betrauten? Ha? Keine Ahnung. Aber nochmal zurück zu dem Baumgartner. Wahrscheinlich ist dem Typen einfach wahnsinnig langweilig und er braucht den Kick. Ich meine, wenn es darum geht, dann könnte man auch zu Ryanair ins Flugzeug steigen.
Ich habe ja so meine Schwierigkeiten mit Transportmitteln. Immer dann, wenn ich mich darauf verlassen muss, dass die Technik, der ich mich aussetze, nicht versagt, dann läuft mir so ein kleiner Schauer über den Rücken. Die einen sprechen immer von den Errungenschaften aus Forschung und Technik. Für mich sind das alles gefährliche Spielzeuge. Klar, mit zunehmendem Alter, da wird man immer vorsichtiger. Man fährt nicht mehr so schnell Auto oder Motorrad oder Ski und setzt sich nicht mehr ohne weiteres in eine Hochschaubahn oder macht einen Bungee-Sprung. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen paranoid, aber wenn ich von einem... Ich bin ja überzeugt davon, dass die Geschwindigkeit eine Erfindung der Stadt ist. Diese ganzen digitalen Süchte, die wir haben und das Leiden darunter, was sich immer häufiger in irgendwelchen Burnout-Situationen ausdrückt, dass das eben nicht nur ein individuelles Leiden ist, sondern ganz viel mit dem Aufbau unserer Gesellschaft zu tun hat. Dass die Maschinen rund um die Uhr laufen, dass das Internet rund um die Uhr läuft, diese Geschwindigkeit lastet uns immer mehr Entscheidungen auf. Now it's definitely time for me to take a break from cities, and you know, and especially after having lived in New York City, which I think a lot of people would agree that it is the ultimate rush. I mean, if you're going to go for a city, you might as well not fuck around. You know, who wants to be in Boston, for Christ's sake? Welche Stadt war 100 nach Christus die größte Stadt der Welt? Der sagt jetzt sicher irgendwas mit China. China? Ja, genau. Na, wenn dann eher Peking, oder? Blödsinn. Es ist natürlich Rom, zumindest gemessen an den Einwohnern. Wahrscheinlich war das sogar die erste Millionenstadt der Welt. Auf den Plätzen 2 bis 4 folgten damals Alexandria, Antiochia und dann, und das finde ich ja durchaus interessant, Karthago. Da hörst du Klugscheiße, ist ein völliger Schwachsinn. Gut. Gesellschaftsspiele. Ich finde ja, es sagt irrsinnig viel über den Charakter eines Menschen aus, einerseits wie er gewinnt. Jawohl, so geht es, so, so. Gesehen? Klugscheißer. Du schon gewinnen aus. So. Andererseits, wie er verliert. Red du sie rein. Du komm erst mal pünktlich, bevor du hier irgendwie den Mund aufreißt. Okay, also. Und du fährst halt. Nein, nein, nicht. Scheiße, ey. Ich bin eher mal unfair spielen. Ja, okay. Ebenso übrigens, wie sich jemand unter Alkoholeinfluss verändert. Dieser Schaf, sag ich, was wir spielen. Flammen des Inferno. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass das Gesellschaftsspiel zerstört werden muss. Marcus Portius Cato, auch genannt Cato der Ältere. Es ist übrigens gar nicht gesagt, dass er diesen Satz auch wirklich nach jeder seiner Reden im römischen Senat auch gesagt hat. Wenn das so war, dann konnten das die anderen Senatoren sicher auch schon nicht mehr hören. Das Cetero Censeo Carthaginem im Esse Delendam ist höchst zweifelhaft, denn erstens wird es nur einmal bei Plutarch erwähnt, zweitens dort nur auf Griechisch und drittens etwa erst 180 Jahre nach Catos Tod. Ich will damit nicht sagen, dass alles scheiße ist, ich war nie zufrieden, verstehen Sie? Aber nochmal zurück zu Karthago, vor dem ersten Punischen Krieg die Supermacht auf dem Mittelmeer. Zwar ohne Land, aber als Wirtschaftsmacht im Gegensatz zu den imperialistischen Römern an einer multipolaren Welt interessiert, die im Wesentlichen aus einer großen Freihandelszone besteht, in der jeder nach seiner Fasson leben und in der natürlich auch der Rubel rollen soll. Das klingt wie die Visionen einiger heutiger Europagegner. Raus aus der EU, raus aus dem Euro. Und jeder kümmert sich am besten nur noch um seinen eigenen Kram. Das ist gefährlich, das ist schon mal schiefgegangen. Aber abgesehen davon schreit die Geschichte mit den Elefanten und Hannibal für mich ja nach dem nächsten Muskel- und Sandalen-Filmstoff nach Gladiator.